Heute geht es an den Boden, was wir da reinlegen werden. Das ist ein Zentimeter Dämmkorkplatten kommen da rein. Darauf kommt ein Belagsboden. Jetzt haben wir da nur die Skizze gemacht für unseren Belagsboden, dass wir sie leichter dann. Haben wir da nur die Skizze gemacht für unseren Belagsboden, dass wir sie leichter dann beim Anzeichnen. Und wenn man sie da verschneidet, ist das nicht so gut. Dafür haben wir so ein hartes Papier genommen und haben sie dann das gemacht. Und jetzt lege ich die kleine Maus nieder. Die kleine Maus mag schlafen gehen. Kann sich der Papa spielen. Gunnar, kommst du bitte? Was wird denn das jetzt? Sieh dir. Wir schneiden den Belag zu für den Camper. Holzoptik. Geht sie gerade aus? Haben wir genug verschnitt? Ach so. Noch einmal genug. Jetzt brauchen die Van, der nicht sehr bewegungsorientiert ist. Der schwer ist und sich nicht bewegt. Nein, du bewegst dich zu. Ja, ich glaub, der Alexander. Komm du. Ich? Ich bewege mich ja. Ich zeichne an. Ich bewege mich nicht. Du stützt dich einfach auf in der Mitte. Stößt dich hier und siehst dich nur. Ha, Alexander! Was? Kim! Das ist eine Arbeit für dich, da brauchst du nichts tun! Richtige Beamtenarbeit! Du brauchst nichts tun, nur schwer sein! Ich bin 30 Kilo. Sitz dich wieder, das ist mir Lisa wie auch schon. Ich steh so lang. Da einfach wieder sitzen. Bleib sitzen einfach. Und nicht warum an verschiedenen Eckpunkten? Nein, das. Ja, dann ist sitz da die Hanna auf vorn sitzen Hanna oder Alexander? Sitzt oder Alexander. Aber nicht passen, auf keinen Fall. Passt, super. Mach dich auf, ich sitze. Aber der schreibt nicht, Martina. Ja, der schreibt sicher nicht da oben. Hast du einen, der schreibt? Jetzt machen wir sie noch aus, wer denn die Ehre hat, dass er das ausschneidet. Entweder der Chef oder ich. Jetzt passiert uns hoffentlich kein Fehler. Thank you.
Ich muss jetzt noch eine Kleinigkeit ergänzen. Ich habe ja da einen Belagsboden und dabei die Korkplatten. Jetzt hat allerdings der Bus solche Airline-Schienen zur Befestigung am Boden integriert. Und jetzt habe ich das Thema gehabt, dass die Korkplatten das nicht so übertragen haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt ist es so, dass ich dann das Ganze unten teilweise weggeschliffen habe, beziehungsweise weggeschnitten und weggeschabt habe, damit ich auch wirklich ein schönes Produkt, eine schöne Fläche bekomme. Wenn ich das noch einmal machen würde, würde ich vorher eine Hartholz-Mehrschichtplatte nehmen mit 1 cm Minimum. Das Ganze, wo die Schienen sind, würde ich dann eben ausschneiden und wegschleifen vorher beim Holz, dass ich da wirklich plan am Boden rauf liege. Und dann würde ich erst einen Belagsboden nehmen oder eben einen, nicht einen Belagsboden, sondern einen Vinylboden. Als Alternative kann man natürlich einen Vinylboden verwenden. Der ist nämlich auch sehr robust und hält auch sehr gut. Wie hast du deinen Boden gelöst? Hast du unter bei Holz oder hast du auch direkt auf deinen Kastenwagen da irgendeine Dämmung raufgegeben? Schreib es mir doch in die Kommentare.